Schönen guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich stopfe mal hier mein Handy in die Tasche. Willkommen zu einer weiteren Aufgabe des Trailrunners Podcast. Mal wieder. Sehr unregelmäßig in letzter Zeit. Wo ist das Leben eben? Gehe ich euch wenigstens nicht auf den Sack, hoffe ich doch. Heute nehme ich euch mit auf einen Teil der Strecke des Zwei-Burgen-Sprints bei mir zu Hause zwischen der Burg Pyrmont und der Burg Elz. Ich bin gestartet an der Burg Pyrmont und an der Pyrmonter Mühle, wie quasi immer, wenn ich hier im Wald bin. Und begebe mich jetzt Richtung Burg Elz. Der eine oder andere kennt das. Kennt wahrscheinlich die Burg. Und auch die Strecke. Gibt ja doch schon so 1, 2, 3 Leute, die hier mit mir gelaufen sind. Werden so nachher um die 15 Kilometer wahrscheinlich sein. Je nach Schlenker, so rum. Wir haben Samstag, Vorvatertag. Und heute ist Rennsteig-Samstag. Übrigens, viele von euch, wenn ich so das verfolge, werden da heute sein. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass viele von euch da sind. Weil irgendwie ist gefühlt ganz Deutschland da am Rennsteig. Ist ja einer der traditionsreichsten Läufe in Deutschland überhaupt. Und letztes Jahr war ich da auch das erste Mal. Bin ja die 72 Kilometer gelaufen, den Supermarathon. Understatement pur, der sich nämlich eben nicht Ultramarathon nennt, sondern Supermarathon, finde ich gut. Macht es aber auch nicht kürzer. So, irgendwas klappert hier. Mal gucken. Ich hoffe, das stört die Aufnahme nicht, wenn es hier klappert. Naja, auf jeden Fall bin ich da letztes Jahr auch gelaufen. Mit der Frau Laufstumpf zusammen, wer sich erinnert. Ja, und ihre Schwester, ganz wichtig. Mit zwei Laufstrümpfen unterwegs gewesen. War eine schöne Zeit. Bis auf das Essen. Naja, wer auf Haferschleim steht, ist da genau richtig. Und auf Würstel. Ist nicht so meins. Macht aber nichts. Wir sind kurz vor Vatertag. Vatertag werde ich wieder quasi traditionell am Westerwaldlauf teilnehmen in Rengsdorf. Das ist, was sind 50 Kilometer zu laufen, beziehungsweise eigentlich relativ egal, ob es 50 sind. Es gibt vier Strecken glaube ich, 12,5, 20, irgendwas mit 30. 150, die man für wenig Geld entweder laufen oder wandern kann, den ganzen Tag. Als Wanderer kann man kommen und gehen, wann man will, meine ich. Der offizielle Startschuss für die 50 Kilometer ist, glaube ich, irgendwann um 8 morgens oder so. Dann geht's halt 50 Kilometer durch den Westerwald bei Rengsdorf. Rengsdorf ist bei Neuwied. Neuwied ist bei Koblenz. Für die räumliche Einordnung derer, die nicht von hier kommen. Lohnt sich immer, Verpflegungstop. Das ist jetzt nicht so die Ultra-Mega-Verpflegung. Aber man hat alles, was man haben muss. Ständig Verpflegungspunkte. Ich weiß gar nicht, glaube ich, alle 5 Kilometer oder so. Muss ja auch schon sein, allein wegen den Wanderern. Die sind ja für 5 Kilometer dann doch auch mal ein Stündchen länger unterwegs als wir Läufer. Und ja, wandern sind 5 Kilometer dann doch schon ein bisschen länger, als wenn man die mal eben flott läuft. Ja, gibt keine Zeitnahme da.
Also keine, nö, gibt keine Zeitnahme. Du startest um 8, kommst dann da an, irgendwann in Rengsdorf am Freibad, gibst deine Zeit durch, die du selber stoppen musst. Und dann kriegst du eine Urkunde oder du lässt es bleiben, kriegst dann keine Urkunde und hast du nur einen schönen Longrun gemacht. Oh, Spaziergänger, Wanderer. Hallo. Also normalerweise sind ja nicht so viele Leute unterwegs zwischen der Burg Elsen und Burg Pommern, weil das eben kein offizieller Wanderweg ist, sondern jo, also was heißt kein offizieller Wanderweg? Das ist keine der Traumpfade, sondern es verbinden einfach nur zwei Traumpfade. Naja, wie sagt der Flo vom Schnaufkast, mir taugt's. Ich finde das ganz gut. Ist nicht so steil. Kann man relativ gut laufen. Ist nicht so viel los. Aber egal, wir waren in Rengsdorf. Also für die, die da noch kurzfristig kommen wollen, man muss sich nicht vormelden. Man kann morgens einfach irgendwann vorm Start da sein. Seine, was weiß ich, 5 Euro oder so. Oder 6 oder 7 Euro abdrücken. Irgendwas so in der Richtung. Bekommt dann so ein Zeitkärtchen, wo man die Station abhaken lassen muss und läuft dann gemütlich los. Da es ja auch 50 Kilometer Wanderer gibt, die aber glaube ich schon morgens um 6 Uhr starten, ist der Cut-off für alle sehr, sehr großzügig. Keine Ahnung wann, ich glaube irgendwann 6, 7 oder so. Also ich meine 12 Stunden Zeit oder so sind. 12 oder sogar noch mehr. Also für einen Läufer, der sich traut 50 Kilometer zu laufen, definitiv kein Stressfaktor. Die Cut-off-Zeiten. Ja, dann geht es da hoch und runter 50 Kilometer lang. Ich glaube 1200 Höhenmeter, gar nicht mal so viel, oder 1400. Auf jeden Fall relativ flach. Ist kein reinrassiger Trail, sondern es geht halt über Waldwege, dann geht es mal über schmale Wanderwege, über Wiesen, an Feldern vorbei, durch Ortschaften. Manchmal an der Straße vorbei, also total durchwachsen halt. Und die Strecke ist wohl jedes Jahr eine andere. Die kombinieren die Streckenabschnitte immer schön im Westerwald, so dass man echt, wenn man da jedes Jahr läuft, immer Abwechslung hat. Man weiß zwar immer grob, wo man ist, man kennt auch alles so grob, aber dann läuft man mal einen Parallelweg oder irgendeinen Weg andersrum oder solche Spielereien. Also sehr, sehr angenehm. Verpflegungsleute, Punktleute, Helfer heißen die, glaube ich. Freiwilligenhelfer sind immer total freundlich. Und das so ein bisschen, also für uns hier in der Region, so ein bisschen wie Rottgau. Kleines Familientreffen. Für viele, viele, die man dann hier sieht, immer wieder trifft. Jo. Einfach kleine familiäre Veranstaltung. Super toll. Kann ich nur jedem ans Herz legen, den TV Rengsdorf, ich glaube es ist der TV, ein bisschen zu unterstützen und mitzulaufen. Jo. Ich werde es auch versuchen, da 50 Kilometer zu laufen. Sagt ihr bestimmt, wie die versuchen. Blöd, Mann, kannst du doch. Ja, kann ich. Ich habe mal kurz überlegen, weil mein letzter Lauf über 3 Stunden war. Oder gar über 4 oder 5. Ey, dann wird es schon eng. Dann sind wir nämlich schon mal, glaube ich, ruckzuck beim Taunus Ultra Trail. Im Januar war.
glaube ich, Januar war das, ja. Und ja, Mai stand heute, bin ich glaube ich bei 40 oder 50 Monatskilometern, wo ich gerade Wochenkilometer sagen, ja, also mal wieder alles andere als gut vorbereitet. Juhu. Vielleicht sollte ich mir doch mal so einen Trainingsrahmenplan machen, für ein bisschen Verbindlichkeit. Aber ich glaube, da halte ich mich dann auch nicht dran. Im Moment ist mir einfach nicht danach. Nach abends irgendwo laufen zu gehen. Ich versuche jetzt diesen Monat, seit diesem Monat oder auch schon Ende letzten Monat, so oft wie möglich hier in den Wald zu kommen, um einfach Höhenmeter zu machen. Meine Standard 10, 11, 12 Kilometer Runde zu laufen. Wenn man der Felsensteig. Ja. Da bin ich mir dann zeitlich auch ein bisschen eingeschränkt. Ich nicht, keine Ahnung. Erst ab 7 in den Wald will oder so. Ich dann über eine Stunde unterwegs bin, Stunde 20 oder so. Dann wird es dann zu dämmern. So langsam. Kurz vor Sonnenuntergang und so, Schätze. Dann machen die Schweine auf. Also die Wildschweine jetzt. Joa, die Uhrzeit muss ich eigentlich nicht in meinem Wald sein. Aber naja, wird sich nicht vermeiden lassen, dass ich das im Sommer wieder später mache, wenn es wieder warm ist den ganzen Tag. Aber deswegen bin ich momentan entweder im Wald oder ich laufe gar nicht. Ich bin gestern mal wieder meine Standard 100 Hunderunde auf Asphalt gelaufen durch Schrumpfbachtal. Oh, schön ist halt anders. Gell? Und darauf habe ich im Moment keine Lust. Sondern ich laufe, weil es mir Spaß macht. Und das ist halt einfach im Wald eher gegeben als irgendwo anders. Jo. Und es ist ja noch früh. Steht ja jetzt der 50er an. Feiertag, den ich einfach mal schauen werde. Das Trainingslauf. Ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, den eigentlich noch mal ein bisschen schneller zu laufen. Dann werde ich aber sterben, glaube ich, irgendwo im Westerwald. Ich da jetzt Tempo mache, weil einfach das Training fehlt. Aber naja, ich weiß ja, warum es ausgefallen ist. Und das macht das Ganze wieder gut. Sagen wir es mal so, es gibt einen guten Ersatz für das ausgefallene Training. Ja. Ich glaube im Juli, ist das im Juli oder schon im Juni, ist ja der Finama, der 80 Kilometer Fidelitas Nachtlauf, Marsch hieß ja früher, ist es auch noch, weil auch das kann man wandern. Da werde ich wahrscheinlich ebenso sterben, 80 Kilometer durch die Nacht. Naja. Das ist alles momentan ein bisschen mit Gewalt. Die Langläufe waren angemeldet. Weil ich unbedingt laufen wollte, Vorsicht Traktor. Ihr dürftet ihn schon hören. Ich bin mal eben kurz ruhig, bis er weg ist. So. Dann nochmal Gas gegeben. Mal seinen Zweitaktmotor hochgequält. So, mal kurze Zeckenkontrolle. Sieht aus, als wäre da keine. Es geht nämlich jetzt wieder los bei uns. Es ist wieder ideales Zeckenwetter. Es ist warm, es ist feucht. Die Gräser sind lang. Die Leute gehen wieder raus in die Wälder spazieren, durch die Wiesen. Ja, das ist wieder perfektes Deckenwetter. Muss ein bisschen aufpassen. Ein paar Tipps habe ich aufgeschrieben.
findet ihr im Blog unter Gefahren auf den Trails. Zecken, das war glaube ich einer meiner ersten Beiträge, erste oder zweite, könnt ihr mal reinlesen. Ich habe meine Beine nicht rasiert aktuell, dementsprechend schon mal einen Tipp nicht beherzigt, den ich gegeben habe. Schneidet euch die Haare ab an den Beinen, dann halten sich die Zecken nicht mehr so gut fest. Das ist nämlich entgegen der Annahme, dass die Dinger von Bäumen springen und wie auch immer von Gräsern auf euch springen, lassen sie sich ganz einfach abstreifen, wenn ihr an Gestrüpp vorbeilauft. Wenn ihr es berührt, dann halten die sich einfach an euch fest. Das geht einfacher, wenn ihr Haare an den Beinen habt, als wenn ihr keine habt. Die Sache mit der hellen Laufbekleidung und so, ist immer so eine Sache. Ich habe sehr wenig helle Hosen zum Beispiel gesehen. Helle Laufhosen, seien sie kurz oder lang. Da herrscht doch zumindest bei den Männern dunkel vor. Und da sieht man die kleinen Zecken halt einfach nicht. Und selbst auf einer knallbunten Hose sieht man die Zecken nicht, solange es keine hellen Farben sind. Das ist einmal ein bisschen lästig. Schaut mal in die Tipps. Da steht ein bisschen was. Ja. Jetzt 2 Kilometer, 3,5. Erst oder schon ein Stückchen Asphalt. An dem Bauernhof vorbei. Jetzt könnte es gleich sein, dass zwei große schwarze Hunde bellen, wenn sie mich entdecken. Ja, sieht nicht so aus. Ist immer ein bisschen blöd, wenn man hier mit Bonnie vorbeikommt. So ein typischer Bauernhof halt, ne? Ah ja, da sind sie schon. Typischer Bauernhof. Dazwischen ist irgendwie die Elz gespannt. Gespannt, genau. Fließt die Elz. Dann geht es über so eine Brücke und so eine ewig lange Hofeinfahrt. Bestimmt so 100, 150 Meter. Und man läuft zusätzlich zu dieser Hofeinfahrt nochmal ungefähr so 200, 300 Meter auf diesen blöden Bauernhof zu. Ist also genug Zeit, damit einem die Hunde sehen. Und wenn man da mit Hund langkommt, also ich mit Bonnie oder so, dann kommen die auch schon mal bis ganz nah an die Brücke. Ich weiß nicht, ob sie drüber gehen würden, aber man kann halt nichts machen als Gas geben, auf die Hunde zurennen dann im Prinzip, um dann kurz vorher rechts abzubiegen, wieder auf den Trail hier. Also alles andere als ideal mit Hund. Deswegen laufe ich hier nicht ganz so gerne mit ihr. Weil erstens mal sind die 2 Hunde größer als sie. Deutlich. Und es sind 2 Hunde. Die lassen sich dann auch nicht so schnell abwehren. Anschreien oder was auch immer. Naja. So, ging es ein Stückchen hoch, bin ich mal gegangen. Geht immer noch ein Stückchen hoch. Oh, meine Brille beschlägt. Das ist interessant, sie beschlägt aber nicht so wie sonst. Weil ich laufe mit Kontaktlinsen. Ich habe mich endlich dazu durchgerungen, mal was gegen meine Sehschwäche zu tun. Nachdem meine Brille ja letztes Jahr kaputt gegangen ist, als ich den Moselrunner begleitet habe, den Martin Kassel, auf seinem, ich glaube es war damals der erste Ultrarunner gelaufen ist, von Trainer Luxemburg. Habe ich ja Fahrradbekleidung gemacht, weil mir der Kerl einfach zu schnell ist. Aktuell ist er leider verletzt, so wie ich das mitbekommen habe. Und er ist echt ein schneller Marathonläufer. Junger Kerl, Anfang Mitte 20. Martin, korrigier mich, wenn du es doch nicht bist. Und ich habe gar keine Marathonzeit von ihm im Kopf, aber ich weiß, ich glaube in Hamburg ist er die Sub-3 angegangen. Oder wollte er angehen? Bist du Hamburg gelaufen? Ich glaube, er wollte für Hamburg die Sub-3 angehen und hat sich dann davor verletzt oder so. Oh Mann.
ja, tragisch, tragisch. Aber der Kerl ist noch jung. Hat noch genug Zeit dafür. Naja, sei gegrüßt, Martin, an dieser Stelle. Wenn ihr ihn verfolgen wollt, mittlerweile ist es das Team Muscle Runner, weil er seine Freundin da noch mit eingegliedert hat. Die meine ich irgendwann letztens ihren ersten, Fragezeichen, beim Marathon gelaufen ist. Naja, Instagram, Facebook, Team Muscle Runner. Einfach mal reinschauen, wenn ihr mal einem schnellen Kerl beim Laufen zugucken wollt. Und nicht immer nur mir. Jo. So, so. Jetzt wieder schön leer hier. Kein Schwein da. Uiuiui. Oh, der Eifelverein hat neu ausgeschildert. Osteifelweg. Aha. Das Schild ist neu. Coole Sache. Mal gucken, wie es befestigt ist. So ein Metallschild, so ein Blechschild. Das ist geklebt an dem Baum. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Sonst werden die immer genagelt. Also hier dagegen die Wanderwegschilder. Die dauerhaften sind an die Bäume genagelt. Oder halt an Pfosten, diese Aufstellen dafür. Fand ich schon immer nicht ganz so toll. Nageln an Bäumen, Pfosten. Jetzt haben sie eine neue Methode. Muss ich gleich mal gucken im Internet, wo denn dieser Osteifelweg lang führt. Vielleicht ist das ja auch mal was Spannendes für den Herbst. Als Vorbereitung gegebenenfalls für den Kobold. Das ist nämlich dann der dritte große Lauf dieses Jahr. Ey, wahrscheinlich wiederhole ich mich total von Episode zu Episode. Es mag daran liegen, dass ich meine eigenen Episoden nicht anhöre. Manchmal Gesabbel nicht ertragen kann. Ja, aber die Auslosung ist noch gar nicht raus. Ich glaube, die ist irgendwie im Sommer oder so. Wird ausgelost, ob man mitlaufen darf. Also ich. Und dann, also aller spätestens dann, muss ich mich echt spuken und anfangen zu trainieren. Ey. Weil, lauter Bach, ich mag vielleicht noch 50 Kilometer schaffen am Donnerstag und ich mag vielleicht auch 80 Kilometer überleben, flach. Aber bei 140 auf dem Rheinsteig Ende November, muss ich ganz klar zugeben, dafür sollte ich trainiert sein. Und zwar nicht nur so mittelmäßig. Sonst bremse ich dieses Jahr die Frau Laufschlumpf aus. Ah, und nicht umgekehrt, wollte ich gerade sagen. Aber mir ging es ja dieses Jahr auch nicht gut mit dem Fuß. Letztes Jahr. Oh, der war gemein. Hat keiner ausgebremst, wir sind zusammengelaufen. So wie das geplant war. Ja, die Brille beschlägt also doch, auch mit Kontaktlinsen. Und ohne Brilleninlay. Echt ungewohnt, ohne Brille was zu sehen. Aber gar nicht mal so schlecht. Ehrlich gesagt. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Auf den langen Läufen. Hat doch bestimmt den einen oder anderen Brillen- bzw. Kontaktlinsenträger unter den Hörern. Wie macht ihr das? Auf den langen Läufen? Also jetzt mal. Ich denke mal so 2-3 Stunden funktionieren noch. Aber wenn es mal wirklich lange wird, so ultradistanztechnisch, lauft ihr Brille oder Kontaktlinsen? Vertragt ihr die? Nehmt ihr extra weiche Tageslinsen? Oder eure regulären, vielleicht Monatslinsen? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Ich glaube nämlich, wenn ich da mit meinen Monatslinsen laufe, die ich jetzt momentan testweise habe, zwei Tagen, und ich die rausmachen muss, weil es nervt zwischendurch,
muss ich die auch irgendwo verstauen. Mit vielleicht dreckigen, verschwitzten, siffigen Fingern nachts irgendwo im Wald. Was vielleicht nicht so gut ist. Da könnten auch Tageslinsen besser sein. Die ich dann einfach im nächsten Mülleimer lassen kann. Das wollte ich gerade sagen. In die Pampa schnipsen. Aber ich glaube, das Material ist nicht biologisch abbaubar. Von Tageslinsen muss man sich mal erkundigen. Ob das dramatisch ist, wenn man die irgendwo verliert. Und ja, natürlich, eine Kontaktlinse dürfte nicht schlimm sein in der Pampa. Aber es geht ja ums Prinzip. Wenn die sich recht schnell abbaut, weiß ich, glaube ich, Silikon oder so, ne? Ich weiß gar nicht. Ah, dann wahrscheinlich eher nicht. Mal schauen. Also, wie macht ihr das? Kontaktlinsenträger der Welt. Würde mich mal interessieren. Meine Brille habe ich nämlich nicht. Außer meine Sonnenbrille. Also meine Laufbrille. Mit einem Clip drin, die ich mir auch als Backup behalten werde. Auf jeden Fall. Bis jetzt klappt das nämlich eigentlich ganz gut. Die Linsen im Auge, ohne dass sie stören. Mal gucken, was danach kommt. Also, wie gesagt, schreibt mir, wenn ihr da Ideen habt. Wäre ganz nett, wäre ich sehr verbunden. Dann, was ist noch passiert die Woche? Letztes Wochenende der Transvulkania, heißt ja so? Ich glaube, ne? Egal, waren auch viele. Transgran Canaria, was nicht. Da muss ich noch den Podcast laufen entdecken. Ach nee, anhören, ich komme im Moment echt voll gar nicht. Weder zum Podcast hören noch zum Blogs lesen. Tut mir echt leid. Männer und Mädels. Mädels und Männer. War das jetzt sexistisch? Männer und Frauen. Frauen und Männer. Jungs und Mädels. Auch mal so. Oh, war noch eine Gruppe. Ich bin begeistert. In dicken Jacken. Bei 20 Grad. Naja. Hallo. Hallo. Meins, weil du dann jetzt als Kabel dahin. Eine etwas ältere Wandergruppe. Mehr im Quassel als am Wandern. Aber egal. So soll das sein. Draußen sein, mit Freunden sich bewegen, Spaß haben, Natur genießen. Und das mit Mitte 50. Finde ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, ich kann das auch noch machen. Oder ich will das noch machen mit Mitte 50. Das ist der nächste Punkt. Hallo, die Elts. Der Klöcker da unter mir. Echt geil, ich bin hier total abgeschieden. Gibt keine großen Zufahrtswege hier im Wald. Nur so kleine Single Trails. Und ich laufe gerade über eine Betonbrücke, die so am Ufer lang führt, da wo kein Ufer ist an der Elz. So richtig mit schwerem Metall. Dingenskirchen. Wandern und Achtsamkeit an Aufkleber. Metallgerüst und so und Betonblöcken, auf denen ich laufe. Und da frage ich mich immer wieder, ey, wie zur Hölle hat man das hierher bekommen? Um das zu bauen. Das war bestimmt nicht ganz so einfach, logistisch gesehen. Andererseits, früher haben sie auch Burgen gebaut, irgendwo mitten im Wald. Und hatten keine 40-Tonner und große Zuwägung, sondern nur Leibeigene und Pferde.
und viel Zeit. Aber finde ich gut. Ja, letzten Sonntag war ich schon mal hier wandernd mit der Frau ausgezeichnet. Für die Twitterer unter euch. Ja, ist aber schön. Das erste Mal, dass ich den Traumfahrt Elterburg Panorama gelaufen bin. Sonst laufe ich immer nur bis zur Burg hin. Teile vom Wanderweg und dann an die Mosel auf meine große Runde, die dann so nachher so knapp 50 Kilometer sind. Burg Pyrmont, Burg Eltz, die Mosel, Müdener Berg, Burg Eltz. Dann kommt mal Müll und wieder zurück an die Burg Pyrmont. Macht dann so roundabout 50 bis, ich glaube, am Geburtstag waren es nachher 57 oder 62. Was sind 37 Meilen, die ich nicht geschafft habe in meinem Geburtstag? So um den Dreh. Naja, da sind wir auf jeden Fall gewandert. In knapp 4 Stunden. Etwas schneller als der Wanderführer das, glaube ich, vorgibt. Aber wir sind ja auch ein bisschen jünger und ein bisschen fitter. Es sind nur noch 15 Wanderer. Ja, ja. Ich hatte gar nicht was zu trinken dabei. Madame war nämlich der Meinung, oh, für die 12 Kilometer und nachher waren es 15, brauchen wir noch nichts zu trinken. Das ist eine große Gassi-Runde. Hoppala! Rutschig! Naja, mein Einwand, dass es hier auch ein bisschen hoch und runter geht, wollte sie nicht so ganz hören. Ich habe trotzdem was zu trinken mitgenommen. Und seht da, man kann auch an der Mosel Höhenmeter machen und lange unterwegs sein. Also unterschätzt das nicht. Liebe alpennahen Läufer, Mittelgebirge rockt. Und Mittelgebirge ist überall in Deutschland. Und nicht nur am Ende von Deutschland. Wir können auch Höhenmeter und lange unterwegs sein. Und aufgesetzte Single Trails und technische Passagen mit Steinen und aus dem Schiefer und so weiter und so fort. Ja, ja. So, mal wieder über die Elz. Sind wir 37 Minuten, quatsche ich schon so lange. Oh, verdammt, ey. Transvulkania, gell? Dass man den Faden verliert. Da beneide ich manchmal die Podcaster, die am Schreibtisch sitzen, von einem Zettel ablesen, was der nächste Punkt ist. Und so den Faden nicht verlieren. Wobei, hört euch das an. Ihr dürftet die Vögel auch hören. Und vielleicht auch noch das Wasser rauschen. Und den Wind in den Wipfeln. Eigentlich beneide ich sie überhaupt nicht. Dieses draußen rumrennen und Podcast aufnehmen und an der Natur sein, ist schon so das Geilste, was man machen kann, glaube ich. Sag ich jetzt einfach mal so. Also für mich, keine Ahnung, ob das für euch auch so ist. Aber ich habe meinen Spaß hier draußen. Und bevor ich schon wieder den Faden verliere, gibt es einen Haufen Beiträge zu lesen über den Transvulkania. Ich lese den immer nur. Den Namen habe ich mir aber noch nie so wirklich visualisiert. Ihr kennt das bestimmt. Ihr seht ein Wort und lest das gar nicht und erkennt das aber jedes Mal immer wieder und wisst gar nicht, was es heißt. So geht es mir mit dem Lauf. Auf jeden Fall war da auch der Bert, Trail Crip, war da unterwegs. Dann, wie gesagt, Lauf und Entdecken, AT, war unterwegs. Da gibt es auch einen Podcast über eine Stunde, der ist schon online. Müsst ihr euch mal anhören. Ich muss das auch noch machen. Jo, oh Gott, schon wieder Wanderer. Ja, ich bin nah an der Burg Eltz, Pyrmont. Nein, Eltz. 1,8 Kilometer. Dementsprechend sind ja viele Leute unterwegs. Deswegen laufe ich mal ein bisschen außen rum, einen anderen Weg. Oh nee, ist gar kein anderer Weg. Es
ist ja original Traumfahrt. Naja, egal. Auf jeden Fall, das Brett haben einige gerockt. Da haben wir eine Inselquerung. Auch ein ziemlicher Kultlauf. Ich weiß nicht, ob er dieses Jahr auch so stark besetzt war wie die Jahre zuvor. Der Michael Arendt ist gelaufen. Aber ich weiß die Platzierung gar nicht. Ich glaube, so hundertprozentig zufrieden war er gar nicht. Wenn ich das hier so zwischendurch mal rausgehört habe. Aber nein, ich sag mal so, der Kerl ist sauschnell. Der Kerl sagt zwar immer, er will die Dinger nicht gewinnen. Und er will auch, keine Ahnung, er ist mir immer ein bisschen bescheiden. Wobei bescheiden ist er eigentlich gar nicht, weil er weiß, was er kann. Aber er will halt immer ziemlich viel, berechtigterweise. Und bei einem starken Starterfeld muss man sich halt echt, glaube ich, den Arsch aufreißen. Und sie darf sich keine Fehler erlauben und scheiße schnell sein. Naja, mit Ergebnissen, mit denen er tot unzufrieden wäre, würde ich mich wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre feiern lassen. Und auch Sponsorenverträge hoffen. Lächerlicherweise. Naja, egal. Der ist auch gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob es da schon einen Recap gibt. Im Podcast. Ich bin, wie gesagt, aktuell gar nicht so auf dem Stand. Ich nicht mehr dazu komme, Podcasts zu hören. Ich weiß gar nicht. Obwohl ich wieder viel Auto fahre im Moment, steht mir der Sinn eher nach Musik als nach Podcast. Ich hoffe, euch geht es nicht genauso. Jetzt quatsche ich hier alleine. Naja, ich würde mal sagen, ich mache mal Schluss. Ding ist schon wieder lang genug, glaube ich. Jetzt gucke ich mal auf mein Handy, hat bestimmt nicht aufgenommen die letzte Stunde. Dreiviertelstunde. Ah, 37 Minuten. Geht ja noch. Na, ich bin jetzt knapp 1,5 Kilometer vor der Burg Elz. Am Petersköpfchen. Schimpft sich das. 2 Kilometer 6. Kilometer hin sind wir 7 hoch. Wieder zurück. 7,5, 8. Ja, bis zu 14, 15 Kilometer heute. Eigentlich wollte ich mal wieder richtig lange laufen, aber naja. Ihr wisst, wie das ist. Dann ist Samstag der einzige Tag, in dem man Haushalt schmeißen kann. Und ruckzuck ist die Zeit rum. Und deswegen wird es halt nur so, keine Ahnung, 15 Kilometer. Ich weiß nicht, wie lange ich brauchen werde. Momentan 7-9er Schnitt. Könnt ihr euch ja selber ausrechnen. Ich hoffe, ich werde nicht arg viel langsamer. Ist eigentlich eine recht schnelle Strecke hier. Wenn man nicht die ganze Zeit am Quatschen ist. Gut, schon mal allen Rennsteigfinishern. Die meisten dürften jetzt so langsam durch sein, denke ich. Also die Halbmarathonis und Marathonis auf jeden Fall. Ich habe gerade, bevor ich losgelaufen bin, gesehen, die ersten 8 Supermarathonis sind auch durch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß auf dem Rennsteig. Meins ist es ja leider nicht so, mit so vielen Leuten auf breiten Wegen zu laufen. Aber ist was, was man auf jeden Fall mal mitmachen soll, damit man es beurteilen kann. Und ist halt natürlich auch wieder so eine Art Familientreffen, wie irgendwie jeder Lauf, wenn man Leute kennt. Wenn ihr Donnerstag noch nichts zu tun habt und keinen Bock habt zu saufen, dann kommt in den Westerwald nach Rengsdorf ans Freibad, lauft 50 Kilometer oder wandert bis zu 50 Kilometer. Genießt da die Stimmung, geht danach im Freibad noch duschen und gibt auch freien Eintritt fürs Freibad. Also man kann danach auch schwimmen gehen im Freibad. Tut das oder tut's nicht? Oh, coole Federn. Ich hab grad echt tolle Federn gefunden. Muss ich mal mitnehmen, freuen sich die Kinder. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß an diesem Samstag. Habt ein schönes Wochenende. Dürfte heute noch online gehen, die Folge. Und habt Spaß, haut rein. Wir hören uns. Tschüss.
Tschüss, sagt er. Eigentlich hat er Tschüss gesagt. Aber die Aufnahme will nicht beenden. Warum nicht? Ach, guck mal, weil Schweiß drauf ist. Weil Schweiß auf dem Display. Ah, super. Ihr seid noch live dabei, wie ich mein iPhone-Display putze. So. Gucken wir mal, ob ich jetzt euch jetzt rausschmeißen kann. Also, macht's gut. Genießt den Tag, genießt das Wochenende und tschüss.